Hallo, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja, wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, ist es der HD Remake aus 2013, glaube ich. Ja, da haben sie so die Grafik ein bisschen gepimpt, ein bisschen was klein wenig an der KI geändert. Aber grundsätzlich ist das Spiel immer noch mehr oder weniger dasselbe. Und die Kampagnen natürlich auch dieselben, beziehungsweise es gab dann neue mit dem HD Remake. Und ja, ich habe das Spiel auf Steam geholt. Und ja, dementsprechend gibt es natürlich auch Achievements, theoretisch, falls wir welche schaffen werden. Also das erste habe ich schon geholt, einfach dass ihr euch nicht fragt, als ich da die erste Mission der Lernkampagne ein paar Mal aufgenommen habe, um Einstellungen zu testen, um alles ja mehr oder weniger gut einzurichten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Auf jeden Fall, ja, einfach, dass ihr euch nicht fragt, ne, das erste Achievement ist schon weg. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir doch mit dem neuen tollen Let's Play an. Ich freue mich schon, ich freue mich wirklich schon richtig. Ich meine, Age 1 war schon richtig cool, hat mir gefallen und jetzt kommt der Nachfolger in HD. Bam, bam, bam. Auf jeden Fall, wir sehen hier, The Age of Kings ist die eigentliche Kampagne quasi von Age of Empires 2. Danach kam noch ein DLC, The Conquerors. Und die anderen drei kamen eigentlich erst mit dem HD Remake raus. Also The Forgotten und The African Kingdoms kamen kurz nach dem HD. Die Remake, glaube ich, und The Rise of Rajas oder Rajas, je nachdem, wenn man das lesen will, kam gerade kürzlich raus. Ich glaube Ende 2016, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die drei habe ich mir noch gar nicht geholt, aber The Conquerors habe ich mir auch noch gar nicht angeschaut, obwohl ich es schon habe. Wird alles noch kommen, wird alles noch kommen. Wir beginnen ja natürlich mit The Age of Kings. Zwar, ich bin ja nur ein Lord, ich bin kein König, aber egal. Ja, die erste Kampagne, William Wallace, ist eine Lernkampagne. Wir werden sie aber trotzdem bestreiten. Ich kenne zwar die Grundzüge des Spiels, das ist auch sehr ähnlich zu Age of Mythology und zu Age of Empires 1, mit ein paar Verbesserungen gegenüber 1 natürlich. Versteht sich, da haben sie noch ein paar neue Konzepte reingebracht. Aber der Vollständigkeit halber spielen wir natürlich auch die Kampagne. Und die Kampagnen hier haben eine gewisse Geschichte. Die Entwickler haben sich natürlich da ein bisschen Mühe gegeben, die Geschichte aufzubauen. Da denke ich, ist es noch fair, denn, ja, quasi eine Ehrung gegenüber den Entwicklern, indem wir ihr Werk vollständig anschauen. Ja. Also, William Wallace. Ja, das sind 7 Missionen. Die sind schon alle offen, weil. Ah, da seht ihr schon. Die ersten drei habe ich schon mal aufgenommen. Das erste Mal, da habe ich gemerkt, Ton stimmt noch nicht so ganz. Ist zum Teil zu laut, zum Teil hört man was falsch. Also, da muss ich noch was verbessern. Auf jeden Fall. Ja, das sind die 7 Missionen, die sind gerade direkt offen. Man kann eigentlich anfangen, wo man will. Wir machen natürlich aber von Anfang an, wir gucken uns wirklich alles an. Und ja, ich halte jetzt mal die Klappe, denn es kommt ein Intro. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden, mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht, und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen. Und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden, William Wallace, bei seinem Aufstieg.
von den bescheidenen Anfängen an. Wir sind ohne Anführer, weil der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat. Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Genau. Die Engländer terrorisieren ganz Schottland und es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Aber wenn wir sie besiegen wollen, muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. Okay. Hier ist Schiff. Gut. Rechts klicken Sie jetzt neben die blaue Flagge. Also hier. Oh. Gut. Begeben Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten und rechts klicken Sie dann neben die Flagge. Alles klar. Ah, jetzt habe ich auf den Soldaten nicht geklickt. Nein. Ausgezeichnet. Um zur nächsten Flagge zu gelangen, müssen Sie durch das schwarze Gebiet marschieren. Okay, ja, dann laufen wir mal durch das schwarze Gebiet. Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Territorium. Das ist schon alles. Gehen Sie jetzt zur nächsten Flagge und Sie werden auf ein paar verbündete Soldaten treffen. Hey, Kollegen! Wo? Wenn Sie all Ihre Soldaten auf einmal bewegen möchten, können Sie neben die Einheiten klicken und durch Halten der Maustaste einen Rahmen um sie herumziehen. Rechts klicken Sie dann, um die Einheiten zu bewegen. Versuchen Sie, die Soldaten zur nächsten Flagge zu bewegen. Okay. Also klar und deutlich. Dann laufen wir mal. Ja, ich weiß, es ist am Anfang natürlich etwas sehr einfach. Haben Sie alle Ihre Einheiten bis zur Flagge geschafft? Die Straße vor Ihnen wird von einem englischen Außenposten kontrolliert. Scrollen Sie zum Außenposten, indem Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Klicken Sie dann auf den roten Außenposten. Ja, es ist natürlich am Anfang relativ einfach. Aber man muss auch sehen, die Kampagne ist ja eigentlich dafür gedacht für Leute, die noch nie irgendwas in der Art gespielt haben. Denn muss man wirklich ihren Schritt erklären. Rechts klicken Sie auf den Außenposten, um ihn anzugreifen. Angriff! Ah, der wehrt sich ja nicht einmal. Also, der Außenposten. Wow. Und so haben wir unseren ersten Sieg über die Briten errungen. Engländer, nicht die Briten. Der Außenposten ist zerstört. Das sollte die englischen Angreifer aufhalten. Folgen Sie dem Weg zum Dorf. Diese englischen Hunde, die werden wir vertreiben aus unserem Schottland. Willkommen zu Hause. Warten Sie! Die Engländer sind wütend, weil sie ihren Außenposten zerstört haben. Sie kommen, um ihr Dorf anzugreifen. Nur keine Panik. Klicken Sie nur auf Ihre Soldaten und rechts klicken Sie dann auf die roten englischen Soldaten, um diese anzugreifen. Wenn Sie die feindlichen Soldaten besiegen, haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen. Hey. Gut gemacht. Jetzt wissen Sie, wie Sie gegen das englische Heer ankämpfen können. Klar. Jetzt wissen wir alles. Okay. Ja, gut. Da haben sie sich noch nicht ganz so viel Mühe gegeben in der Karte.
Es ist eine der Neuerungen, dass man am Schluss, nach dem Sieg, auch. Oh, da ist noch ein feindlicher Milizsoldat versteckt. Lustig. Das ist aber geil. Ja, auf jeden Fall, die Karte wird komplett aufgedeckt, wenn man gewonnen hat. Und da kann man sich auch noch den Rest so ein bisschen anschauen, was da so war. Also, den habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Richtig geil. Okay. Gut. Tja, interessant. Gut, ich schätze mal, Spiel beenden. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Eduard den Ersten entgegentreten, so brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. Genau. Ja, und ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir sicherlich noch die zweite Mission auch noch schnell Voller anstupsen können. Magen marschiert sich besser. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. Um das schottische Heer Sag mal. unterstützen zu können, müssen sie ihre Vorräte an Rohstoffen aufstocken. Um gewinnen zu können, müssen sie 50 Nahrungseinheiten, 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten sammeln. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Nahrung von einem Bärenstrauch zu ernten. Rechts klicken Sie dann auf einen Bärenstrauch in der Nähe der blauen Flagge. Okay. Im Statusfeld im unteren Teil des Bildschirms können Sie erkennen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Der Dorfbewohner sammelt so lange Nahrung von einem Bärenbusch, bis er 10 Nahrungseinheiten hat. Genau. So ist es. Der Dorfbewohner wird für Sie weiterarbeiten und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Die Nahrungsmenge, über die Sie verfügen, wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Zusätzlich zu Ihrem Nahrungsvorrat sehen Sie Ihren derzeitigen Vorrat an Holz, Gold und Steinen. Je mehr Dorfbewohner Sie haben, desto schneller können Sie Rohstoffe sammeln. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an, Nahrung zu sammeln. Okay, machen wir. Aber ich glaube, der Rest geht schon mal auf Holz. Ja, die ersten Lernzüge bezüglich der Wirtschaft natürlich. Da haben wir immer noch Nahrung, Holz, Steine und Gold. Halt klassisch, wie man es so kennt. Sehr gut, Sie haben Gold gefunden. Ja, wir sind richtig mächtig, ja, das stimmt. Großartig. Sie haben jetzt 50 Nahrungseinheiten. Zum Gewinnen brauchen Sie außerdem 50 Holz- und 50 Goldeinheiten. Klicken Sie zuerst auf einen Dorfbewohner und rechts klicken Sie dann auf einen Baum, um Holz zu sammeln. Wenn Sie bisher noch kein Gold gefunden haben, dann suchen Sie in dem Gebiet, das Sie noch nicht erkundet haben. Gut gemacht. Sie haben jetzt genug Holz. Okay, Herr, lässt mich auch mal reden. Ja, Gold zu finden ist jetzt hier natürlich schon ganz schwer. Man müsste nicht rumlaufen. Man sieht es ja von Anfang an, aber vielleicht erkennt man es ja nicht. Das ist der richtige Weg, um eine Stadt zu bauen. Sehr gut. Sie haben jetzt genug Gold. Genau. Ah, wir haben schon 10 Siege sogar. Nice. Wow. Aber da haben wir kein. Nein, da haben wir keine Gegner auf der Karte versteckt, hä? Aber das mit den Milizsoldaten, das war nicht lustig. Das fand ich echt lustig.
Okay. Ach, stimmt, dass sie noch Ziele und Hinweise. Dorfbewohner können Nahrung, Holz und Gold und Steine sammeln, die sie benötigen, um Gebäude zu errichten, Technologien zu entwickeln und Soldaten zu erschaffen. Mensch, das hätte ich alles lesen können. Naja. Laufendes Spiel beenden. Seinem schlechten Ruf gemäß hat Eduard I. in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. Okay. Ja, das wär's zu dem. Ja, der Longshanks. Der böse, böse. Aber wir haben ja William. Wir haben den Wallace. Wir werden gewinnen. Und ja, ich würde sagen, dass die dritte Mission starten wir dann erst in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, es hat mich gefreut. Ich freue mich schon richtig aufs Fortsetzen vom Spiel. Und natürlich noch auf ein paar LAN-Partys mit dem Prof. Denn, wie gesagt, Steam-Version, wir können jetzt auch online zocken. Zusammen. Ne? Also wirklich koop-mäßig. Auf jeden Fall, Leute, falls ihr wissen wollt, wie die Geschichte von William Wallace weitergeht, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.